Apropos unterwegs, wie waren denn eigentlich die Stationen nochmal für diejenigen, die vielleicht damals noch nicht so intensiv Fußball geguckt haben, die Sie durchlebt haben in Ihrer Fußballerlaufbahn? Ja, angefangen habe ich bei Motor Sangerhausen. Dann sind wir durch weggezogen von der Stadt in das kleine Dorf Polleben. In Polleben habe ich gespielt, dann bin ich nach Eisleben gewechselt. Das war die Kreisstadt, da haben wir schon ein, zwei Klassen höher gespielt. Dann zurück nach Polleben wieder, dann nach Halle. Und ich bin auf die Sportschule gekommen dann. Okay, dann kam die Flucht, Eintracht Frankfurt, Bayern München. Und jetzt hier. Im Moment steht der HFC Chemie sogar auf einem Platz in Bundesliga-Reichweite. Könnten Sie sich vorstellen, dort Ihre Karriere auch wieder zu beenden? Nein, auf keinen Fall. Nein. Dazu bin ich schon so lange im westlichen Ausland und dazu wäre die Umstellung für mich zu groß. Ja. Was ist dann eigentlich so im Gedächtnis geblieben aus der Jugendzeit, aus dem Beginn des Fußballspielens beim HFC damals? Ach ja, eigentlich angenehme Stunden. Größtenteils angenehm, sagen wir mal so, ja. Weil wir hatten ja mit dem anderen, Fußball war unser Hobby, wir sind auf die Sportschule gegangen, haben zusammen trainiert, haben viel Spaß gehabt, da hat man sich über andere Dinge noch nicht so Gedanken gemacht, ja. Was meinen Sie, hat Ihnen der Fußball oder die Fußballlehre in der damaligen DDR gegeben? Was war das Wichtigste für die spätere Laufbahn? Na ja gut, was man überhaupt nicht bestreiten kann, war sicherlich der physische Zustand. Das heißt Kondition. Das wurde ja ausgeprägt trainiert in der DDR und davon habe ich sicherlich die ersten Jahre profitiert, auch in der Bundesrepublik. Und was war das, was Sie so schnell wie möglich vergessen wollten? Ach, das kann ich gar nicht sagen. Ich habe eigentlich größtenteils nur angenehme Erinnerungen. Jetzt fragen Sie sich, warum ich gewechselt bin. Ja, das war ein spontaner Entschluss. Das ist, also die ist nicht irgendwie so gereift durch besondere Umstände, die Idee dann der DDR den Rücken zu kehren? Nein, eigentlich nicht. Das war kein jugendlicher Leichtsinn, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Das war spontan. Wir haben gedacht, naja, warum sollen wir es nicht mal woanders probieren? Sicherlich auch über die Medien ist da was gelaufen. Man konnte ja vergleichen, Bundesliga, Oberliga. Und wir wollten das mal beweisen, dass auch Leute, die in der DDR-Oberliga spielen, sich auch in der Bundesliga durchsetzen können. Also haben Sie faktisch erst während dieser Reise damals mit der Nachwuchsauswahl den Entschluss gefasst? Ja, den endgültigen schon. Ich meine, jetzt kann man ja drüber reden. Ist bestimmt für viele Leute interessant, wie das denn war. Na gut, das war eine Zufälligkeit. Wir hatten an sich nicht die Absicht, uns von der Mannschaft zu trennen, aber es war ein Zufall. Da möchte ich nicht weiter darauf eingehen, weil da andere Leute dann auch noch reingezogen werden. Aber so ist das Leben. Wie war dann Ihre Route eigentlich von der Türkei aus? Türkei, wir waren noch eine Woche in der Türkei und dann waren wir in München. 3 Tage. Das war das erste Land, wo wir eingereist sind. Und da mussten wir da gewisse Formalitäten erledigen, sprich Verfassungsschutz und so weiter. Das war ganz normal. Wen haben Sie denn damals in der damaligen DDR zurückgelassen, was Ihnen ein bisschen Kopfzerbrechen, Sorgen, Schmerzen bereitet hat? Na gut, sicherlich meine Familie und meine Eltern, meine Geschwister und so weiter, weil da wusste keiner Bescheid. Und Freunde natürlich. Wo lebten die damals, die Eltern und Geschwister? Die lebten damals in Polleben. Also da, wo Sie heute noch sind? Ja. Und gab es dann in der Folgezeit Kontakte oder Reaktionen von Ihren Geschwistern oder Eltern? Na ja, gut, ich meine, was sagt eine Mutter, wenn sie ihren Sohn verliert? Sie wusste ja nicht, wann und wie und wann wir uns wiedersehen, ja? Wie sich das alles entwickelt. Sie war erschüttert, aber danach hat sich das alles beruhigt und man hat sich damit abgefunden, dass ich nicht mehr da war. Es war ja auch meine Entscheidung. Und wir haben dann im brieflichen und im telefonischen Kontakt bestanden. Zu wem haben Sie heute noch Kontakt? Aus der damaligen Hallenser Zeit, von Eltern, Freunden, Bekannten, Spielern? Naja gut, zu meiner Familie sicherlich. Zu den Spielern eigentlich weniger. Vielleicht, ich war jetzt Weihnachten drüben, da habe ich Burkhard Bingel wieder getroffen, mit dem ich ja ein sehr enges Verhältnis hatte damals. Und sonst weniger.